So, Leute, hier auf YouTube, ihr seid jetzt auch endlich mit dabei, wenn wir wieder weitermachen mit unserem Let's Play von Jump Force. Das heute ist eine neue Aufnahmesession und ich habe schon wieder vergessen, was ich eigentlich machen muss. Missionen. Klingt doch schon mal gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Hey, wie mache ich das nochmal? Oh, ganz viele. Das große Reine machen. Wir versuchen diese Mission nicht nur, wir schaffen sie. Bam, motherfucker. Wir haben einen Bericht aus Hongkong erhalten. Wenams. Zane, Vegeta. Ich entsende euch beide. Hoffentlich wird das zumindest einigermaßen unterhaltsam. Na schön, Zane, du darfst mitkommen, aber halt mich nicht auf. Fick dich! Also bist du diejenige, die einen Job für mich hat? Ja, und ich weiß alles über dich. Du bist Ryu Saeba, der City Hunter. Ein Meisterschütze und ein professioneller Detektiv. Das muss mein Glückstag sein. Ich treffe eine hinreißende Dame wie dich, die bereits alles über mich weiß. Ich möchte dich anwerben. Schön für dich, aber ich bin nicht ganz billig. Ich weiß, ich habe mich informiert. Und als Belohnung willst du eine Chance bei einer heißen Lady bekommen, richtig? Bin dabei. Haha. Jetzt verstehe ich, warum sie dich einen City Hunter nennen. Okay. Wo sind diese verdammten Venoms? Wer bist du? Ich bin hier, um ein paar Kakerlaken zu zertreten. Er wird kontrolliert, genau wie ich es wurde. Tipps, perfektes Schmettern. Wenn du beim Aufladen eines Schmetterangriffs im richtigen Moment X loslässt, führst du ein perfektes Schmettern aus. Aua, aua. Alter. Aua, ich bin nur ausgewichen. Ja, bleib halt einfach stehen, Bruder. Und ab geht's. Und tschüss. Und bam. Bye bye. Im Sande begraben. Sag doch, wir versuchen es nicht nur, wir schaffen es. Dieser Kerl ist wirklich ein erfahrener Krieger. Zane, schnell, schnapp dir den Kubus. Nicht wundern, wenn ich heute etwas nasal klinge, ich bin leider irgendwie etwas erkältet. Und hier ist er. Die J-Force könnte jemanden wie ihn brauchen. Ryu Saeba ist mein Name. Wie geht es euch allen? Ernsthaft? Der soll uns helfen können. Unterschätze ihn nicht. Er ist ein würdiger Gegner. Er weiß, wie es auf einem Schlachtfeld aussieht. So wie ich. Ich habe gehört,
dass wir einen neuen Verbündeten haben. Ist er das? Badum. Oh, lala. Boing. Wow, das nenne ich mal ein heißes Gerät. Hey Baby, wir sollten uns mal besser kennenlernen. Wie wär's? Für wen hältst du dich eigentlich? Bleib mir ja vom Leib. Vielleicht ist er ein Kämpfer, aber er ist kein Charmeur. Also sie so reden, ist nicht gut für meine Stimme. Ja, dann machen wir die nächste Mission. Nein, nicht frei. Schlüssel. Naive Jungs. Bin jetzt mal gespannt, gegen wen wir jetzt antreten. Oh. Während dieser Mission wirst du Boruto unterstützen. Dieser Junge hier ist Gon Freecss. Unsere Informationen über ihn sind zwar vollständig, aber wir wissen, dass er sehr mächtig ist. Aktuell steht er unter der Kontrolle eines schwarzen Kubus. Boruto hat zwar versucht, ihn aufzuspüren, aber vergeblich. Wir werden also den Plan ändern. Ich schicke euch zwei. Ich kann das alleine. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich habe mich entschieden, Boruto. Und du folgst meiner Anordnung. Okay, bitte. Was auch immer Sie sagen. Dann arbeiten wir es zusammen, Zane. Finden wir den Bengel. Ich hasse ihn jetzt schon. Ach ja, das wird ein Kinderkampf. Irgendwo hier sollte er eigentlich sein. Dort! Hör zu, ich weiß, der Direktor hatte einen anderen Wunsch, aber ich kann das alleine. Halt dich einfach zurück. Ich beweise, dass ich ein genauso guter Ninja bin wie alle anderen. Sorry. Bist mir nicht geschlafen? Du. Hey, du, Junge. Heute schaffen wir das aus der Welt. Dann muss ich mich also nicht länger zurückhalten. Wie? Grrr. Na komm schon, Boruto. Du musst keine Angst haben. Zane, danke. Zwei gegen ein kleines Kind. Fair. Aua. Shit. Oh, tschüss. Nein! Ist geblockt? Dann halt wieder mit meiner mächtigen Sandattacke. Bitch! Easy peasy lemon squeezy. Dum. Dum 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 dum
Ist es vorbei? Alles klar. Wir haben es geschafft, Zane. Los jetzt, Zane. Das ist deine Chance. Umraskubos wird geborgen. Ja, geht doch. Das ist also der Umbra-Basis, wie? Cool. Ach so, ja. Ich habe mich ja noch gar nicht bedankt. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, außer dass ihr wirklich hart gekämpft habt, um mich zu retten. Dafür danke ich euch. Nicht der Rede wert. Ich habe nur meinen Job gemacht. Nun danke trotzdem. Ich bin übrigens Gorn. Und du? Boruto! Angenehm! Sieht so aus, als bräuchtest du unsere Hilfe gar nicht. Heißen wir unsere neuesten Gefährten willkommen. Willkommen bei der Charm Force. Yeah, jetzt ist ein cooler Junge. Die Missionen gehen echt recht schnell vorbei, dafür, dass es Schlüsselmissionen sind. Muss ich einfach mal so sagen. Schwindler. Oh, mit Zorro, geil. Danke, dass du gekommen bist. Also ich habe dich jetzt an der Backe, wie? Gibt es ein Problem? Nein. Erzähl uns einfach, was Sache ist. Nun gut. Wir haben Berichte erhalten, wonach eine unbekannte Person Vadims in Paris besiegt haben soll. Wer auch immer das war, er stammt von einer der Chump-Welten wie ihr. Jetzt wird die Sache interessant. Ihr beide werdet die Person suchen und für unsere Sache gewinnen. Verstanden. Aber ich habe da noch eine Frage. Was, wenn diese Person sich weigert? Dann werdet ihr die Situation nach eigenem Ermessen lösen. Töten! Alles klar, Zane. Es geht los. In Paris. Wer könnte das wohl sein? Ich habe die ganze Zeit schon ein so mulmiges Gefühl. Ich glaube, wir werden verfolgt. Warum finden wir das nicht raus? Hey, zeig dich! Wenn du uns töten willst, dann komm nur! Oh, Hisoka! Sehr gut! Ihr habt bestanden! Was redest du da? Und für wen hältst du dich eigentlich? Hey! Sieh mich nicht so an! Sonst werde ich noch ganz aufgeregt! Ihr zwei seht ganz brauchbar aus. Ihr seid bestimmt spaßiger als diese Schwächlinge. Schwächlinge? Also hast du die Vadims erledigt. Ah, Vadims heißen sie also. Das wusste ich nicht. Und es ist mir auch egal. Also, wer von euch beiden darf denn zuerst mit mir spielen? Wir sind nicht hier, um zu spielen. Tut mir leid, aber ich kann nicht länger warten. Immerhin seht ihr beiden so lecker aus. Wir müssen ihn wohl bekämpfen, bevor er sich uns anschließt. Zane, bereit ihn auszuschalten? Allzeit bereit! Oh, ich glaube, mein Hals stirbt heute noch bei den ganzen Stimmen. Alter! Bam! Nein! Was? Und tschüss.
Nein! Und jetzt. Zack! Das war's! Aha! Huh. Okay. Wie gefällt dir das? Gibst du schon einen kleinen Bei und entspannst dich? Wie langweilig! Was? Und ich dachte schon, dass ich aufgeregter sein würde. Warum versuchst du nicht, mich zu töten? Die Frage gebe ich gern zurück. Du hast begonnen, dich zurückzuhalten, nicht wahr? Oh mein Lieber, ist das nicht offensichtlich? Aber ich fürchte, der neben dir muss noch ein wenig reifer werden. Also dachte ich, ich warte, bis die Zeit für mein Mal gekommen ist. Wie auch immer, du hast was von anschließen gesagt. Soll ich mich euch etwa anschließen? Das war die Idee. Aber ich nehme nicht an, dass du interessiert bist. Naja, will mir Essen, Kleidung und Unterkunft garantiert? Was für ein seltsamer Typ. Komm schon, Zane. Packen wir ihn ein und kehren zurück. Und wenn er irgendwas versucht, verarbeite ich ihn zu Hackfleisch. Ist schon gut. Ich werde brav sein. Versprochen. Das wäre besser für dich. Meine Stimme. Oh. Dass die Missionen handeln dann echt schnell ab hier. Der stumme Student. Mach ich echt im Grunde nichts anderes als eins nach dem anderen prügeln, ein bisschen. Bin mal gespannt, wo die Story noch hingeht. Ich will, dass er nach Mexiko reist. Dort soll es einen Krieger mit einer dunklen Aura geben. Verstanden. Ich verlasse mich auf euch. Ja, kurz und knapp. Typisch Gara. Ui. Jotaro, du kannst nicht gewinnen, egal wie sehr du dich anstrengst. In dem Moment, als du dich deiner Wut ergeben hast und ein Sklave des Umbras Kubus wurdest, hast du den Zugriff auf deine mächtigste Waffe verloren. Noch mehr Ungeziefer, um das ich mich kümmern muss. Dort ist er, das ist der Richtige. Hä? Schnell, einer von beiden ist entkommen. Das war's, er ist weg, da kann man nichts machen. Es geht los, Zane. Bam, bam, bam. Also so JoJo's Bizarre Adventure war auch so eine Serie, die habe ich nie geguckt, weil es mir einfach zu komisch altbacken aussah. Und zack, und zack. Und weg mit dir! Na? Nein! War ja klar! Nein! Sand-Tsunami! War ja klar. Zack!
Block doch alles. Ja, Mann. Zu früh auf. Ach, Mann, der hat sich doch wieder geblockt. So, das war doch jetzt eine schöne Kombo. Huch! Das hat ja schon knapp mir ins Höschen gemacht. Aber nur so knapp. Nur so ein kleines bisschen Wurst ist raus. Ja. Ja, die Missionen sind echt der Hammer. Tu es, Zane. Umbras Kubus wird geborgen. Hä? Wo bin ich? Wir können später reden. Verschwinden wir, bevor die Venoms auftauchen. Ich habe aber immer durchgecheckt, was bei JoJo's Bizarre Adventures diese komischen Gestalten sind, die sie alle mit sich rumführen. Vielleicht sollte ich in Anime ja doch mal schauen. Jotaro Kujo, willkommen in der Umbras-Basis, der Heimat der Jump Force. Oh Mann. Eine geheime Basis und jede Menge Helden, die so aussehen, als wären sie einem Manga oder Anime entstiegen. Du bist aber auch eine Art Held. Du bist körperlich topfit und gebietest über die Mächte deines Stands. Stands? Du hast deine Hausaufgabe also gemacht, was? Wir wissen nicht viel über den in unserer Welt reinkarnierten Dio. Aber wir haben eine Theorie, was die jüngsten Vorkommnisse angeht. Wir glauben, jemand verwendet die Venoms als Ablenkung, um die Familie Joestar zu verfolgen. Habe ich recht? Du bist ein wirklich cleverer Mann. Nun gut, sie haben sich meinen Respekt verdient. Ich synchronisiere den so leicht dumm, aber wahrscheinlich ist es gar nicht. Blöd, wenn man den Anime nicht kennt. Böse Buben stehen aufs Prügeln. Aufs Verprügeln werden vielleicht. Piccolo. Laut Bericht soll in Hongkong ein Venom sein Unwesen treiben. Ihr brecht am besten sofort auf. Angeblich kämpft er gerade gegen ein anderes Individuum. Werft also auch gleich einen Blick auf seinen Kontrahenten. Schon dabei, Zane, wir rücken aus. Boah, ich muss echt mal kurz einen Schluck trinken. So verschiedene Stimmen zu machen, wenn man krank ist und irgendwie Schnupfen oder sowas hat, ist echt nicht geil. Das zieht brutal im Hals. Was ist denn das? Urameshi, du bist nur ein Spielzeug für mich. Und du bist es nicht einmal wert, getötet zu werden. Hey, geht es dir gut? Um etwas zu erfahren, müssen wir ihn von seinem Kubus trennen. Ja gut. Sollte ja an sich kein Problem sein, würde ich mal behaupten. Oh, tschüss. Nein. Und tschüss. Nein.
Schön mit einem Kamehameha von der Seite erledigt. Boop, boop. Fange ich gar nicht erst an zu lesen, so einen Riesentext. Mann. Zane, tu es. Umbras Kubus wird geborgen. Zane macht doch eigentlich gar nichts. Das macht doch immer der Roboter. Er sieht etwas blass aus. Bringen wir ihn zur Basis. Also, wurde ich von einem Kubus kontrolliert? Ich glaube, ich kann mich vage daran erinnern, was passiert ist. Kein Wunder, dass Toguro von mir enttäuscht war. So ein Mist. Ich bin hier, um endlich die Sache zwischen uns zu klären. Du musst wissen, dass die J-Force dem Mann, hinter dem du her bist, ebenfalls im Auge behalten wird. Ich hab's verstanden. Und ihr alle wollt jetzt, dass ich euch helfe. Naja, immerhin schulde ich euch allen etwas für meine Rettung. Nun gut, solange ich Venoms platt machen kann, bin ich dabei. Aber dürfte ich um einen Gefallen bitten? Ich bin Piccolo und das hier ist Zane. Was ist denn das für eine Antwort darauf? Würdest du mir bei meinem Training helfen? Nicht, dass sie denkt, ich hätte mit voller Kraft gekämpft, während ich von dem Kubus kontrolliert wurde. Natürlich helfen wir dir und diesmal halten wir uns nicht zurück. Alles klar, Piccolo, ich werde es euch gleich tun. Also diese Vorstellung mit dem Namen war jetzt echt fehl am Platze. Storywriting der Hölle. Wappen des Drachen. Natürlich machen wir das. Was soll man denn auch sonst machen? Sonst könnte ich ja gleich ein neues Display anfangen. Zane, Sabo, wir haben mächtige Venoms in Europa ausgemacht. Unsere Quellen deuten darauf hin, dass die hiesige Bevölkerung durch das Gebrüll eines Drachen terrorisiert werde. Ein Drache? Ich will, dass ihr beide das überprüft. Alles klar, Zane. Komm, wir sehen uns diesen Drachen mal an. Was haben wir denn für einen Drachen? Dem Bericht nach sollte das richtige Gebiet sein. Na nu, was ist denn das? Dragon Quest. Was auch immer es ist, wir müssen es aufhalten. Los, Zane. Komm, erstmal ein bisschen weichklopfen. Nein! Was? Komm schon. Bam, bam, bam. Aua! Das reicht doch nicht alle aus! Tabam! Bam! Wucha! Das war aber eng.
etwas eng. Jetzt sehen! Umbras Kubus wird geborgen. Ich hätte nie gedacht, dass der Drache in Wahrheit nur ein Junge ist. Er sieht schlecht aus. Wir müssen ihn zur Basis bringen. Ich hab den verprügelt. Wie soll er denn sonst aussehen? Wir haben gerade die Venoms bekämpft, die unsere Welt überfallen haben, als ich von den anderen getrennt wurde. Und dann bin ich plötzlich aufgewacht und war hier. Ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Hast du keine Erinnerung an den Kubus, der dich kontrolliert hat? Ich fürchte nicht. Wisst ihr, was mit meinen Freunden passiert ist? Ich weiß also nicht, wo meine Freunde sind und wurde übernommen. Ich muss unbedingt stärker werden. Viel stärker. Das wirst du. Und wenn du das tust, kannst du deine Freunde suchen. Die Jump Force braucht Leute wie dich, die aus Überzeugung kämpfen. Schließt du dich uns an? Ja, ich werde mein Bestes geben und zusammen mit der Jump Force kämpfen.